Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in Lisse. Wir sind heute mit dem T1-Deck der Deutschen in Reshef gelandet und spielen eine Runde Eroberung. Ich habe hier so ein bisschen was aus dem Sale mitgenommen, unter anderem dem Panzer 38. Den hat der gute Cory empfohlen. Grüße gehen raus. Und dann habe ich hier noch den Tobruk-Trupp, nee, Moschetto-Trupp heißt er. Also nee, Quatsch, Tobruk, aber mit dem Moschetto-Gewehr. Das ist halt mal so eine 9-Mann starke Rasselbande. Irgendwo, wer geht zu mir? Könnt ihr mal hierbleiben? Wir wollen mal zumindest ganz kurz einen Blick drauf werfen. Naja, hier. Ich fand, die waren eigentlich, ja, die haben kleines Geld gekostet und ich dachte, nimmst du mal mit, weil ich hin und wieder auch mal ganz gerne T1 und T2 spiele und da kann man so ein Gewehrtrupp ruhig mal mitnehmen. Kommt ihr jetzt? Die werden natürlich alle später, wenn ich wieder ein bisschen Kleingeld habe, ausgestattet. Ich habe mir überlegt, ich werde die... also eine Sekundärwaffe bekommen sie noch und Sprengstoff und Minen und alles das, was das Herz begehrt. Bin mal gespannt, wie schnell die alle draufgehen bei neuen Leuten. Das ist wie so ein Flohzirkus hüten. So, wir warten kurz, wir holen den Cap. Ihr hättet auch da durchgehen können, ihr könnt euch durch solche Sachen... Naja, ist egal. Warum gucke ich eigentlich immer noch, was die KI macht? Es hat doch gar keinen Sinn mehr. Oh, guck mal, da hinten kaspert noch einer rum. Das Schöne ist, wir sollten ja jetzt, dadurch, dass ja Darkflow die Regeln ein bisschen angepasst hat, was das Matchmaking angeht, sollten wir jetzt ja eigentlich nur noch auf maximal T2 treffen können. Und nicht mehr auf T3, das heißt, uns dürfte zumindest kein KV1 oder Sherman oder sowas Dickes begegnen. So, so viel hat man jetzt dann von diesem ganzen Trupp. Könnt ihr weit werfen? Könnt ihr auch nicht, okay. Man sollte schon die richtige Taste drücken, wenn man sich heilen möchte. So. Ach, ich bin immer noch kein Freund von diesem Modus. Aber er macht auf jeden Fall schon mal deutlich mehr her, als die, als das früher mal der Fall war, wo diese Runden so schnell vorbei waren. Warte kurz. Danke fürs Warten. Manchmal liebe ich ja, dass die Bots so dämlich sind. Oh shit, das ist ein bisschen mehr. Ja, dann Panzer können wir nicht nehmen. Ich habe ja hier noch den Fallschirm-Megatrupp mit dem Beretta M38. Wir könnten ja mal hier bei E landen, da ist ein bisschen Trouble. Und ja, ganz kurz noch was in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, ich habe ein weiteres Video rausgebracht, einen weiteren Anfängerguide. In dem Fall ging es um die Pioniere. Und ich wurde halt auch schon gefragt, ob es da jetzt noch mehrere Sachen gibt. Ja, also ich plane einen kompletten Anfängerguide zu machen über die wichtigsten Themen. Aber gibt mir da ein bisschen Zeit, das kann halt sich ein bisschen, das kann sich schon so ein bisschen ziehen, aber ich bin schon gerade dabei, die nächsten Sachen soweit zu planen und zu erstellen und es dauert halt ein bisschen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Okay, der erste ist schon down. Das ist natürlich nicht so gut. Mann, ich hoffe, das ist unser Maschinengewehr. Aua. Du hast es richtig gemacht. Du bist gar nicht erst nach vorne gegangen. Ich habe keine Ahnung, von wo die alle schießen. Da drüben. Ganz kurz hier. Was ist denn das? Geh weg. Also das, was, was ich jetzt hier alles so mitgenommen habe, das ist jetzt halt... ach, da oben. Ach, du Heiliger. Das ist jetzt halt ein neues stehendes Deck für T1.
Also keine Trash-Truppe oder sonst halt irgendwas. Ich habe sonst eigentlich, ich sag mal, so den guten Krempel mitgenommen. So. Nur, es mangelt halt noch aktuell so ein bisschen an Kohle. Ich habe leider nicht so viel Geld wie Cory, als ich das gesehen habe. Da war ich ein bisschen neidisch. Auf seinen Silber. Dann hätte ich nämlich die Trupps auch schon komplett ausstatten können mit allen drum und dran. Aber naja, man muss sich ja noch Ziele setzen und das wäre ein Geld verdienen. Ach, Alter, warum nehme ich das MG34? Ich habe ein MG34 in der Hosentasche. Das klang gerade ein bisschen komisch. Kumpel, den Move musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich weiß nicht, was dein Move da gerade war, aber danke. Du kannst nicht da hoch, oder? Oh, du kannst da hoch. Das ist ja cool. Willst du mal schnell nachladen? Das war definitiv der Spieler. Ach, verdammt, das ist unfair. Na gut. Ja, vielleicht kann man mal den Panzer einsetzen. Also im Stream habe ich ihn schon eingesetzt. Da hat er mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also war wirklich ein sehr guter Vorschlag von Cory. Eine sehr gute Empfehlung. Und vor allem war der auch nicht so teuer, muss ich sagen. Und auf T1... Wo ist denn der Kollege, der hier lang gelaufen war? Der hat bestimmt dieses... das hier angerichtet, war. Na gut, komm, lass uns erstmal cappen. Nee, warte. Da ist er doch. Ich hab mich gesucht. Renn doch nicht weg. Ist ja gut. Hast du den jetzt platt gemacht? Ja, hier liegt gerade so viel Zeug rum. Gehen wir mal darüber. Achso, mehr. Das finde ich zum Beispiel cool bei den japanischen MPs. Die haben ja, ich glaube, bei den Japanern ist überall ein Bajonett dran. Da kannst du wenigstens mit der MP chargen. Oh, was ist hier so los? In dem Moment, wo ich gerade gucken wollte, ob ich eine Mine habe. Ach genau, Panzer 3E habe ich noch mit dabei. Ist jetzt nicht unbedingt so der Modus, wo man gut mit Panzern hantieren kann, aber wir werden es trotzdem mal versuchen. Ja, mal einen Kopf einziehen. Was man auf jeden Fall in diesem Modus, oder Anna, was mir an diesem Modus immer so gefällt, obwohl ich halt kein Eroberungsfreund bin, ist, dass du dich nicht richtig auf eine Richtung konzentrieren kannst, wo der Gegner sich befindet, sondern der Gegner kann halt wirklich aus allen Ecken halt kommen. Je nachdem, wo die sich da gerade knubbeln. Das macht das Gameplay natürlich ein bisschen schwierig, weil du dich nicht so richtig konzentrieren kannst auf die Ziele. Bringt aber natürlich auch massiv Abwechslung rein. Aber ich werde trotzdem... irgendwie kann ich mich mit diesem Modus nicht so richtig anfreunden. Hin und wieder ist okay, aber so... dass ich den jetzt permanent spielen wollen würde... nee. Tja, sitzen wir hier im Panzer und können nichts so richtig machen.
suche schon den Gegner. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt aufsteigen, so. Aber so bringt es halt auch nichts. Ach, guck mal, da war jemand. Vielleicht hat er noch Kumpels im Schützengraben? Ne. Nimm mal die da. Guck mal, das sind doch noch welche. Ach, der hat ja deutlich besseren Smoke als die meisten anderen Panzer. Hier kannst du dich zumindest einigermaßen noch hinter verstecken. Okay, na, auch nicht so großartig. Wenn ich diese kleinen Rauchgranaten vom Panzer 3 sehe, die fallen einfach zu Boden und es passiert erstmal nichts. Ja, okay, komm, wir müssen aussteigen. Das hat keinen Sinn. Ach, wir haben hier schon Gäste. Komm, aussteigen. Wir müssen diese Punkte zurückerobern. Vielleicht dann ein andermal. Vielleicht machen wir das nochmal ein andermal mit dem Panzer. Guck mal, wir können mal versuchen, ob wir hier hinten eh erobern können. Dafür haben wir ja Fallschirmjäger. Ich finde es ein bisschen schade, die haben ja jetzt noch ihren Helm auf. Und wenn die gleich am Boden ankommen, dann haben die den Helm nicht mehr. Dann rennen die mit so einer Mütze um. Ich verstehe nicht, warum die den Helm nicht beibelassen. Macht ja mehr Sinn als so eine Stopfmütze. Weiß nicht, was Darkfloor sich dabei gedacht hat, aber vielleicht ist denen das auch nicht mal aufgefallen. Ja, der Feind nimmt gerade so viel ein. Wenn man jetzt guckt. Jetzt haben die so eine hässliche... na, Wüstenmütze auf. Oh, hi. Hier ist Parkverbot. Hier mal schnell. Na, das ist doch hier mal schön eingeräumt, oder? Ganz tolles Interieur. Was mit dem Kollegen da hinten? Du hast keinen Bock oder was? Seh zu, dass du hier reinkommst. Ach komm schon. Unfair, der cheatet. Der hat an. Von der anderen Seite. Gut, das war maximal schlecht. Aber wir haben auch kaum Spawns, ne? Sollten vielleicht mal gucken, dass wir noch einen weiteren Spawn irgendwo da hinten hinsetzen. Kann ja nicht schaden. Ist gut, ganz ruhig. Tief einatmen. Was hat der gesagt? Also, manche Ausdrücke verstehe ich einfach akustisch nicht, was sie dann so rufen. Na komm, setz mal hier schnell einen Spawn hin. War jetzt nicht so gut gebaut, das spielt keine Rolle. Tine Wittler ist nicht in der Nähe.
Gegner hassen diesen Trick. Der Gegner macht ein bisschen mehr. Was macht ihr? Kommt doch mal hierher. Ich will cappen. Mit euch geht er schneller. So, seht ihr? Gegner hassen diesen Trick. Smoke hier reingeworfen? Wenn da noch jemand ist. Nope. Einer muss ja noch irgendwo sein. Da war er. Jetzt hier der nächste vorbei, Kaspert. Ach Mist. Lass es. Mehr als einer. Das ist keine Chance. Ich kann da nicht alles alleine abdingsen. Hier bitte richtige Wörter einfügen. Überwachen. So. Ich denke immer an Cory, wenn diese Bomber da kommen. Er liebt Bomber. Seitdem er sich da mal in irgendeiner Aufnahme. Was ist ja, eine Aufnahme war das, ne? Hat er sich mal so total drüber aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich dann Bomber sehe, muss ich daran denken, wie Cory in die Tischkante beißt. Das heißt, wenn ihr mal in einer Runde mit Cory seid und ihr Bomber rufen könnt, macht das. Wo kommt er denn so schnell her? Nein. Das war der eine. Also wenn wir nicht gleich irgendwie mal anfangen, alle Punkte einzunehmen, dann ist die Runde vorbei. Halt. Mit denen. Oh shit. Wir haben noch diese komischen Alibi-Handgranaten, die überhaupt nichts können, seitdem sie genervt wurden. Die 20 Punkte nehme ich nur mit. Ach komm schon, ich bin der Sanitäter. Lass mir doch mal hier so eine Box inlegen. Das gibt's doch gar nicht. Nehmen wir hier nochmal den 9-Mann-Trupp mit. Komm, wir müssen schnell nach C.
Also auf jeden Fall mit der Änderung, die Darkflow mal gemacht hat, dass die Eroberung länger dauert und dadurch spannender ist, das ist denen auf jeden Fall geglückt. Die Runden gehen auf jeden Fall jetzt länger. Da kommt ein Panzer. Wenn man das mal so vor diesem Patch gemacht hat, das war so langweilig, dieser Modus, weil der einfach auch so schnell umging. Und du kaum richtig Möglichkeiten hattest, dich irgendwie auszutoben. Also nicht wegfahren. Ach, jetzt muss ich das nicht schnell wegwerfen. Bus. Das war jetzt gar nicht so gut. Hi. Na. Das musste ja passieren. Wir sind ja nicht alleine. Möglich, dass der da oben hockt. Oh, hi. Den habe ich ja gar nicht gesehen gehabt. Ja, seitdem die das Spiel so dunkel gemacht haben in den Innenräumen, ne, musst du echt zwei, dreimal gucken. Ich habe ich gesucht. Halt. Das waren alle, ne? Okay. Was hast du hier nochmal, Waffe? Zeig mal. 7 Schuss, das ist nicht so viel. Nicht jemand von euch eine Maschinenpistole oder so? Dann nehmen wir das erstmal, was wir hier haben. Ne, das geht nicht. Dann müssen wir hier bleiben. Ja, wir werden die Runde aber anscheinend verlieren. Das ist nicht so schön. Aber immerhin kann man sagen, dass das eine Team nicht das andere großartig wegdominiert hat. Aber trotzdem ein bisschen schade. Wie immer, wenn man verliert. Aber wie sagen wir bei War Thunder immer? Der olympische Gedanke zählt. Der hat da, glaube ich, gerade einen Spawn gesetzt. Aber noch haben wir nicht verloren. Den cappen wir auch noch mit. Dass wir hier auch noch mit erobern können. Lief mir die letzten Male bedingt gut. Gut. Ja, mit dem Flugzeug. Ne, das macht hier gar keinen Sinn heute. Nein, dann werde ich doch. Dann landet noch mal da, dann rennen wir noch mal nach B rüber. Also diese Fallschirmjäger sind auf jeden Fall sehr praktisch, dass man die halt auf T1 verwenden kann. T1 Fallschirmjäger, super. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Da ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, als ich die, da war da gespielt, T2 oder sowas, ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Ich habe jetzt mittlerweile mal geguckt, 109 Squads alleine bei Deutschland. Da verliert man so ganz leicht die Übersicht. Okay, da haben wir ein bisschen was. Wieder einer drin. Das ist ja richtig ätzend.
Deswegen hasse ich Maschinenpistolen. Du feuerst da einen ganzen Clip drauf. Oh. Du feuerst da zum Teil einen ganzen Clip drauf und die kriegen halt nur so Minimalschaden. Ein Repetier schießt dir in den linken Zeh, fällt da sofort tot um. Also, ja, das beklage ich aber auch schon seit langer Zeit. Das sollte man vielleicht irgendwie mal, ja, weiß ich nicht, ein bisschen ändern. Muss ja nicht sein, dass das dass die Maschinenpistole jetzt gleich immer One-Shot ist, das jetzt nicht. Aber wenn ich da teilweise schon 10 Schuss in den Gegner reinhämmer, abgesehen mal vom Kopf, ne, dann ist ja auch sowieso zu Ende. Ja, aber der da hinten doch nicht. Was rennst du ihm auf den Schuss, du Kasper? Ach, na gut. Ja. Das hat sich so ein bisschen abgezeichnet mit der Zeit, ne, dass wir die Runde nicht mehr packen. Aber sie hat mir Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass der Gegner uns komplett wegdominiert hat. Leider konnte ich jetzt mit dem Flugzeug und mit dem Panzer nichts großartig machen. Gerade mit dem Panzer. Aber das werden wir dann irgendwann mal in einer anderen Match oder im Stream oder sowas dann halt nochmal nachholen. Wir gucken noch kurz aufs Endergebnis. Zweiter Platz ist okay. 54 Abschüsse waren es halt auch nur. Ja. Damit kann ich ehrlich gesagt leben. Guck mal, er hat hier um 129 Abschüsse gemacht. Der hat auf jeden Fall Bock gehabt. Gegnerteam hat da auf jeden Fall richtig Bock gehabt. Nichtsdestotrotz war es trotzdem eine spaßige Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ihr mal Lust habt, beim Livestream mit dabei zu sein, dann schaut ganz gerne in die Videobeschreibung. Da ist alles zu Twitch verlinkt. Damit bin ich raus. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.